Oh, die Spiegelung muss ganz schön doll. Ne? Wie ich im letzten Video gesagt habe, wollte ich ein Declutter-Video machen. Nicht zu viel zu schneiden. Vielleicht hier und da mal so eine Time-Lapse zu machen. Aber sonst stellt euch ja darauf ein, dass es ein sehr langes Video wird. Es tut mir jetzt schon leid. Wie ich schon gesagt habe, wenn neue Sachen dabei sind, die ich bis heute noch nicht benutzt habe und die relativ neu noch sind, ja, kommen die in eine Verlosungsbox und ich werde auf jeden Fall demnächst eine Verlosung starten. Das ist auf jeden Fall sicher. Dann wünsche ich dir auf jeden Fall mal viel Spaß beim Video. Ja, viel Spaß. Okay, das ist vielleicht nicht wenig, okay? Warum mir keine Pinsel dabei sind, liegt daran, dass ich keinen Pinsel wegmachen werde, weil alle Pinsel, die ich habe, funktionieren super. Und deswegen, ja, im Hintergrund sieht das nicht so nice aus. Darüber wird es aber nicht gehen. Wir beginnen jetzt schon direkt alles rein, was weg kann, beziehungsweise was verlost wird. Und natürlich dann noch eins, wo Müll ist. Den Paletten mal an. Hier ist eine Palette von BH Cosmetics. Das ist die Moroccan Sunset 16 Color Shadows Palette. Mal unbenutzt. Ich habe die nicht mal geswatcht oder so. Die Verlosungsbox. Und BH Cosmetics, wisst ihr. Da kann man nichts falsch machen. Die nächsten Paletten sind zwei Reloaded Paletten. Das sind die von Makeup Revolution. Die werden beide auch bleiben, da ich diese Paletten wirklich mag und ich damit auch schon gute Looks geschminkt habe. Das ist einmal die Neutrals Free Palette und das ist die Visionary Palette, ja. Da ist so ein Pink dabei. Ja, die bleiben auf jeden Fall beide da. Ich habe hier ein bisschen Wasser dran, einfach, dass es hier mal kurz entstaubt ist, weil es ja die ganze Zeit eine Schublade ist, wo mein ganzes Puder und so und du drin ist. Das muss schon sauber sein hier alles. Ja. Das ist ein richtiges Urgestein. Oh mein Gott, das ist die. Das ist die Revolution Highlighter Palette. Wenn ihr den Anfang von Revolution so ein bisschen mitbekommen habt, wisst ihr, dass es einer der ersten Paletten waren, die es jetzt bei Rossmann gab. Ich mag diese Palette immer noch total gerne. Und allgemein, weil ich schon so lange habe, werde ich sie nicht verabschieden können, weil sie einfach mein Baby ist. So, damit hat es angefangen, damit hat meine Make-up-Sucht angefangen. Und bitch no. Wenn ich die wegmache. Niemals. So, hier ist schon mal etwas, was weg kann. Das ist die Misstime Taurus Palette von Makeup Revolution. Nur geswatcht, aber na. Die kommt nicht in die Verlosungsbox. Die werde ich einfach hier in so eine kleine Box machen. Und wenn Freunde vorbeikommen, können sie sich das mitnehmen, weil verkaufen bringt, glaube ich, hier auch nichts mehr. Mit der White Voss Palette. Ihr kennt sie. Ich habe ein Review darüber gemacht. The Rainbow Eyeshadow Palette, die bleibt auf jeden Fall. Ich zeige euch die noch mal kurz. Zack, so sieht die aus. Ja, kann man nicht viel falsch machen. Super schöne Farben. Alles Schimmer und ich liebe sie. Niemals in meinem Leben kommt die weg. Ihr kennt sie. Das ist aber meine Looktober absolut Favoriten. Die hat mich so gerettet. Das ist die Aurora Lights Palette von BH Cosmetics. Die sieht sehr durchgenudelt aus. Und das ist ein absolutes Must-Have, meiner Meinung nach. Ich liebe diese Palette. Das ist die I Love Revolution Mermaid Heart Palette. Die habe ich auch in einem Looktober-Video benutzt. Das sind die Farben und macht es so auf, ist magnetisch gesichert und sieht auch schon durchgerockt aus. Ich bin mir noch nicht sicher, ob ich sie behalten soll oder nicht, weil ich diese Farben auch in anderen Paletten drin habe. Allerdings funktionieren die Farben super gut. Lassen sich gut verblenden. Und ja, ich bin mir noch nicht sicher, die wirklich weg sollte oder die kommt auf den Vielleichthaufen. Da bin ich mir wirklich noch nicht sicher. Ich will wirklich ein bisschen Platz haben. Ich habe nur den Platz. Ich will nicht einen neuen Schrank kaufen, weil jetzt ist wirklich Sense, ne? Also ich habe keinen Platz mehr. So, das ist der ausschlaggebende Punkt, warum ich das jetzt hier mache. Ich habe keinen Platz mehr. Wirklich. Es ist voll. Ich kriege mein Schubfach nicht mehr zu. Und das ist wirklich der Punkt, wo ich mir denke, alles klar. Jetzt reicht es auf jeden Fall. Die Revolution Kiss of Fire Palette in Kollaboration mit
Ich glaube, das ist irgendein YouTuber aus UK. Die Paletten sehen so aus. Ich habe sie einmal aufgemacht, um die Farben mir anzuschauen. Allerdings habe ich diese Sachen, die da drin sind, auch in ganz vielen anderen Paletten, die hier verlost wird. Also die kommt in die Verlosungsbox. Ich glaube nicht, dass es ein Problem ist, dass ich ein, zwei Töne geswatcht habe. Ich mache hier eine Umfrage rein. Wenn das für euch schlimm ist, dass sie geswatcht ist, dann kommen die Sachen nicht in eine Verlosungsbox rein. Ja, mal gucken. Und hier haben wir den Revolution Pro Highlighter Stick. Der ist komplett unbenutzt. Einfach nur, weil ich Creme-Highlighter nicht benutze. Dadurch, ja, was könnt ihr euch denken? Es kommt in die Verlosungsbox. So, weiter geht's mit einer Mini-Palette von Catrice. Vom Packaging mag ich Catrice sehr gerne, dass sie dieses durchsichtige, transparente haben. Finde ich ultra schön. Allerdings benutze ich diese Palette nicht. Und da sie auch schon oft benutzt wurde, aber ich sie jetzt nicht mehr benutze, kommt sie auf den Haufen, wo sich Freunde die hier mal mitnehmen können, wenn sie die schön finden, weil kaufen wird die auch keiner mehr. Nächstes kommt die BH Cosmetic Palette hier dran. Das sind die Farben. Ganz nice Farben. Ich habe sie auch schon ein bisschen benutzt. Gerade das Pink hier ist absolut meins. Und ja, doch, ich denke schon, dass ich die noch behalten werde. Ich bin mir aber noch nicht sicher, ob sie nicht bald auszieht, weil die Farben, die hier drin sind, habe ich auch in anderen Paletten drin. Die Konstellation ist halt sehr schön gemacht, auch mit den matten Tönen, mit den Schimmertönen. Also ich denke mal schon, dass sie erstmal noch bleiben wird. Oh, das war auch einer meiner Anfänge, die Palette hier. Die ist zwar noch nicht so alt. Das ist die Make-up Obsession Live in London Palette. Also das ist so einfach so ein Ding und dann konnte man sich die Farben selbst zusammenstellen. Und wie man sieht, sind die auch schon reichlich benutzt worden. Ja, für den Herbst richtig nice. Und deswegen bleibt die auch. Die Palette bleibt auf jeden Fall da. Das ist diese, ich werde es nicht aussprechen, die Palette. Die schaut so aus. Kann man hier aufmachen. Hier sind die Töne drin. Ja, auf jeden Fall sehr schön. Wenn du einen Look damit sehen willst, dann schreib mir das in die Kommentare. So, ich habe hier noch die Zulu Palette bei Juvia's. Das sind die Farben. Da habe ich auch den Look zu meinem Dagi-Video mit geschminkt, falls ihr es euch gefragt habt. Bleibt auf jeden Fall. Drei von den Revolution Pro Paletten. Kennt ihr, glaube ich, auch alle aus meinen Videos. Ja, ich habe einmal hier so mit neutralen Tönen auch schon durchgerockt bis zum Ende. So schauen die aus. Es sind viele Farben. Finde ich schön und ja, die bleibt auf jeden Fall gerade auch für den Herbst. Ist sowas echt nice. Auch diese Palette von der Revolution Pro Reihe. Ist schon ein bisschen bunter. Das ist die Regeneration Transmissive Maker. Und das war die Regeneration Mirage, keine Ahnung. Und dann habe ich noch die Revolution Pro Palette Regeneration Transmission Mats. Was ist das, Silber oder was? Maker? Das ist Mats, okay. Ja, hier sind nur matte Töne drin. So. Ja, und hier sind dann auch Schimmertöne dabei. Bleiben beide. Das ist die Modern Nutrits 28 Color Eyeshadow Palette von BH Cosmetics. Das ist die, ja, neutrale Töne, meine einzige Palette, wo wirklich so richtig viele neutrale Töne drin sind. Und deswegen darf sie mich auch nicht verlassen, weil sonst habe ich keine neutralen Töne mehr. Jetzt haben wir hier nochmal eine UVS Place Palette und das ist die Magic Palette. Die sieht so aus. Bleibt auf jeden Fall, ist eine schöne Palette. Wie gesagt, wenn ihr ein Review sehen wollt, schreibt in die Kommentare, egal zu welcher Palette. Wir haben hier noch eine kleine Freedom Palette, die sieht so aus, komplett unbenutzt. Weil so nice ist die jetzt auch nicht, dass sich lohnt, das in eine Verlosungsbox zu packen. Damit haben wir den schönen Weihnachtslook geschminkt. Das ist diese Lunatics Cosmetics Elvira Mattress Mistress of the Dark. Die hat wirklich ein schönes Packaging, also man macht es so auf und dann geht es, das ist wirklich cool gemacht, wie diese Kinderbücher von damals. Da ist auch ein Blush dabei. Ist eine schöne Palette, kann ich nur empfehlen. Ich habe hier eine Palette, die wird leider mich jetzt verlassen. Ich habe die ein paar Mal benutzt. Das ist die Freedom Palette. Ach, nice. Ja, was soll ich dazu noch sagen, warum sie wegkommt? Allgemein habe ich die Palette die ganze Zeit nur wegen diesem Pinkton hier behalten. Ja, Make-up Revolution hat viele Sachen, die gut sind. Auch ein paar Sachen, die halt nicht so gut sind. Ist nicht schlimm. Meine Güte. Ich glaube, von jeder Marke gibt es sowas. Hier ist ein Highlighter und das ist der von Make-up Revolution. Wieder ein Liquid Highlighter. Nie benutzt.
Verlosungsbox. Ich benutze einfach keinen Liquid Highlighter. Ich weiß nicht, funktioniert für mich nicht. Das ist eine Essence Make-up Palette. Made to Sparkle Palette von Essence. Das ist eine Highlight and Transforming Prismatic Palette. For Eyes, Cheeks and Lips. Also für alles. Habe ich auch nie benutzt. Ja. Ist aber ganz schön so. Ich würde es jetzt nicht swatchen, weil ich das gerne in die Verlosungsbox machen möchte. Hier habe ich eine Palette von Essence, die ich niemals wegmachen werde. Das ist die Fall Back to Nature Palette. Das ist die Blush und Highlighter Palette. So sieht die aus. Und die riecht so lecker. Benutze ich ehrlich gesagt nur zum Augen-Make-up, nicht für Blush oder so, aber die bleibt. Hier haben wir eine Palette, die habe ich auch schon 1000 Mal benutzt und benutze ich derzeit nicht, weil sie jetzt so überkrass gut ist, sondern weil ich nichts Besseres habe derzeit. Das ist die Definition I Love Makeup Palette und ich benutze die ganze Zeit den zum Konturieren. Ist jetzt nicht das Beste, aber ich habe derzeit nichts Besseres so. Also falls du ein Konturenpuder kennst, was gut ist, du siehst ja meinen Hautton ungefähr, schreib es mir in die Kommentare, weil ich bin langsam am Verzweifeln. Dann haben wir hier die Supernova Palette von Yetch Cosmetics. Die habe ich jetzt noch nie benutzt, ehrlich gesagt. Ich habe die bei eBay gekauft. Ein paar neutrale Farben am Start. Finde ich gut, ist ein Spiegel drin, bleibt. Damit habe ich euch auch einen Look geschminkt. Pure Love Yourself a Free Palette. Ja, die hat dieses spannende Design gehabt. Kosmetik habe ich ganz fresh entdeckt. Also habe ich hier noch nie gesehen auf YouTube, bei den deutschen YouTubern auf jeden Fall. Die Palette schaut so aus, kann man so aufmachen. Neutrale, ich habe doch mehr neutrale Töne, als ich dachte. Zwei unglaublich schöne Glitzer. Dann geht es weiter mit der Life is a Drag Palette von Lunar Beauty. Ja, die kennt ihr wahrscheinlich auch. Das ist, davon habe ich auch ein Review gemacht. Oh, ich habe ganz viele Reviews gemacht. Bis jetzt auch nur für das Review benutzt. Hier ist eine Palette, die habe ich noch gar nicht benutzt. Und ja, ich glaube, die kommt in die Verlosungsbox einfach mit rein, weil es was Aktuelles ist. Das ist wirklich eine schöne Palette. Die Cosmetic macht es einfach richtig. Das kommt in die Verlosungsbox mit rein. Das ist die Palette, die haben wir auch in meinem letzten Video so ein bisschen ausprobiert. Das ist die Revolution Glitter Palette. Ja, die bleibt. Die Energy Chic Palette von Cosmetics. Cosmetics. Ja, die ist auch durchgerockt. Ja, die bleibt 100% auch. Ihr seht, ich habe ganz schön viel von BH Cosmetics. Ich liebe BH Cosmetics einfach. Das ist die Desert Oasis Palette von BH Cosmetics. Die schaut so aus. Ist auch schon sehr durchgerockt. Das ist eine Blush-Palette. Makeup Revolution, das war auch einer meiner ersten Paletten. Allgemein, wirklich, die ist schon... Boah, wie alt ist diese Palette? Da habe ich noch zu Hause gewohnt. Oh mein Gott, die ist schon über 2 Jahre alt. Wenn nicht sogar mehr. Ja, kann ich die weggeben. Da hängt auch zu viel Erinnerung dran. Versteht ihr? Ja, das ist die Distation-Palette. Das ist diese Palette, die so ein schönes Packaging hat. Und ja, das Video dazu verlinke ich dir, wenn es hier nicht mehr geht, unten in der Infobox. Nee, kann nicht weg. Hier habe ich auch eine Palette, über die ich ein Video gemacht habe. Das ist die Ice Like Angels Palette von Makeup Revolution. Ja, das war für mich so ein kleines Dupe zur Hatice Schmidt Palette. Das ist ein kleines Dupe ist, bis ich die Palette habe, behalte ich sie. Wenn ich die Palette habe, kommt die weg. Darüber habe ich auch ein Video gemacht. Das ist die Pure Cosmetics Dr. Seuss The Grinch. Voll schön, das mag ich einfach. Dieses sich Gedanken machen, Design. So, das schaut so aus und es ist auch so schön gemacht. Seht ihr das? Oh. Wisst ihr, was ich meine? Wenn man was rausbringt, dann bringt man was Heftiges raus. So, man zieht sie unten raus und dann ist die Palette hier. Schöne Palette, kann ich empfehlen. Falls du noch was zu Weihnachten suchst, die verlinke ich dir auf jeden Fall, weil das ist eine so schöne Palette. Und zum Hinstellen auch, riecht auch richtig lecker, ne, nach Weihnachten. Auch ein Video gemacht, das ist die Tropics Palette von Rincon. Auf jeden Fall eine heftige Palette, so. Kann ich nicht wegmachen, tut mir leid. Urban Decay Weiß Paletten, ich habe derzeit 2. Das ist das Packaging. Hier, die habe ich übrigens bei eBay Kleinanzeigen gekauft, die ist vollkommen unbenutzt. Das ist die 3, auf jeden Fall sieht die so aus und die Farben sind diese hier. Mein erstes Make-up-Video gesehen habe, benutze ich das. Und das ist noch derselbe, okay? Da war aber noch voll und man konnte das hier noch sehen. Das ist so gruselig, das zu sehen, weil das ist genau der. Fun Fact, also falls du das Video gesehen hast, das ist der. Fast alle von diesen EOS-Dingern, die sind alle benutzt, die behalte ich alle, denn ich liebe die. Ich schwärme die ganze Zeit vor meinen Carastel-Wimpern, ja? Und ich dachte, einfach weil ich ja immer davon schwärme, werde ich auf jeden Fall die hier in die Verlosungsbox machen. Einfach damit ihr mal einen Eindruck habt. Ja, die kann ich auch noch reinmachen. Ich packe 2 Paar Wimpern rein. Von Leni Lashes kommen diese Wimpern noch in die Verlosungsbox mit rein. Habe ich beide auch schon benutzt, bleiben auch beide. Mag ich sehr gerne. Das sind jetzt diese Dinger, die ich aus China bestellt habe.
Tatsache bleiben die alle. Ah nee, guck mal, ein paar kam die Verlosungsbox. Das sind halt wirklich echt Haar. Das sind die einzigen echt Haarwimpern, die in der Verlosungsbox mit drin sind. Falls du gewinnst und es dich stört, dass es echt Haar ist, sag mir Bescheid, dann versende ich die natürlich nicht mit, ganz klar. Verstehe ich vollkommen. Ich bin auch vollkommen umgestiegen von echt Haar auf Fake, dass es echt Haar ist. So, ich bin vollkommen umgestiegen. Ich habe die jetzt einfach noch. Und ja, dann brauche ich die jetzt auch noch auf. Eine volle Kiste Blush. So, das ist alles Blush. Ja, der ist leider auch schon benutzt. Benutzt sich nicht so viel. Können sich Leute aussuchen, die vorbeikommen. Blush von Catrice kommt auch weg. Makeup Revolution ist auch schon benutzt. Kann auch jemand haben, der mal vorbeikommt. Dasselbe hier mit diesem Blush. Das ist ein Creme Blush. Benutze ich nicht. Habe ich aber ausprobiert. Und deswegen kommt er dahin, wo Leute sich das aussuchen. Oh Gott, ey, diese Erklärung hier. Das kann weg. Das kommt weggeschmissen. Das ist echt eklig. Von Freedom auch. Ja, kann sich jemand aussuchen. Das kann weg, das ist von Astor Blush. Das ist aber kaputt. Ich will den gar nicht aufmachen, weil er kaputt ist. Kann weg. Den Blush mag ich eigentlich ganz gern. Das ist von Revolution, der Baked Velvet Blush. Ist eine schöne Farbe, behalte ich. Und alles Blush von NYX. Heißt es jetzt NYX oder NYX? Meine Güte. Behalte ich. Ich mag die ganz gerne. Dann habe ich hier noch einen von Kiko und den, der ist wirklich, Leute, das ist einer der schönsten Blushes überhaupt. Das ist der und der bleibt auch. Ich habe jetzt hier noch ein paar Liquid Eyeshadows. Das ist so ein Weiß, der bleibt. Einer von MAC. Habe ich leider auch schon zu oft benutzt, um es in die Verlosungsbox zu machen. Kommt aber zum Verschenken. Habe ich leider auch schon benutzt. Kommt zum Verschenken. Oh Gott, den habe ich auch schon benutzt. Kann weg. Ich mag Liquid Eyeshadows nicht. Alle bleiben. Zwei Fixing Sprays und eins, was Make-up-Entferner für Pinsel. Überlegt es noch in zwei Teile zu machen. Ich bin mir nicht sicher, ob das, wow, ob das ein Part ist. Mal gucken. Zwei Teile, tut mir leid. Dann kommt es am Sonntag online und das andere am Dienstag.